So, liebe Freunde vom Basket, ganz herzlich willkommen hier in unserem Büro. Der Markus hat sich zu mir gesellt. Hallo. Weil wir natürlich etwas mit euch vorhaben. Und zwar wollen wir ein Thema besprechen, über das wir beide schon relativ lange diskutiert haben und es auch in unserem neuen Heft quasi verewigt haben, das wir seit Mittwoch am Kiosk haben für euch. Und zwar ist es unsere XXL-Story, die dieses Mal sich mit diesem jungen Mann beschäftigt, den ihr alle kennt, Steph Curry. Wir haben das Ganze mal unter dem Arbeitstitel Babyface mit Sorgenfalten zusammengefasst. Wo das Babyface herkommt, muss ich euch nicht erklären, aber die Sorgenfalten vielleicht schon. Und zwar steht aus meiner Sicht Steph Curry vor einer sehr schwierigen Saison oder ist in eine sehr schwierige Saison gestartet. Weil er hat selber gesagt, er ist noch nicht über die Finals-Niederlage seiner Warriors gegen die Cavs hinweg. Und gleichzeitig ist er schon wieder in so einer Drucksituation, da die Warriors jetzt durch Kevin Durant zum Favoriten der neuen Saison auch direkt wieder aufgestiegen sind und dementsprechend Steph Curry nicht wirklich Zeit hat, sich Gedanken zu machen, was passiert ist, sondern direkt wieder abliefern muss und direkt eigentlich keine Zeit dafür hat, so das Ganze sportlich zu verarbeiten. Und ich glaube, dass das ein bisschen Probleme machen könnte im Verlauf der Saison. Markus hat da, wie vielleicht viele von euch auch, eine etwas andere Meinung. Also ich mache mir überhaupt keine Sorgen um Stephen Curry. In der vergangenen Nacht haben wir gesehen, er hat 13 Dreier getroffen, den Rekord gebrochen. Wieso muss man sich um so einen Mann Sorgen machen, der so abliefert und ja... Ja, Markus hat das Stichwort gegeben, 13 Dreier gegen die Pelicans war natürlich unglaublich beeindruckend, war neuer NBA-Rekord. Gleichzeitig aber war das auch so ein Punkt, wo ich gedacht habe, vielleicht habe ich doch nicht so Unrecht mit meiner Meinung, weil Steph Curry kam gerade aus dem Spiel, wo er keinen einzigen Dreier getroffen hat, wo seine 157-Spiele-Serie mit jeweils einem Dreier gerissen ist und liefert dann direkt so eine Performance ab. Das spricht für mich irgendwie dafür, dass er zwar ins Rollen kommen kann, wenn er den Kopf frei hat, wenn er einfach wirft und vielleicht nicht so viel darüber nachdenkt, aber dass er nicht so richtig konstant seine Top-Performances abliefern kann, wie er es vielleicht so zum Anfang und zur Mitte der letzten Saison gemacht hat. Das hat mich so ein bisschen ins Grübeln gebracht eigentlich. Und genau da würde ich widersprechen, weil das Argument, dass er im Spiel zuvor gegen die Lakers 0 von 10 getroffen hat, das war mir völlig klar, dass das kommt. Aber man muss ja sagen, du hast gleichzeitig auch das Gegenargument geliefert. 157 Spiele hat der Mann mindestens einen Dreier eingeschweißt. Wenn das nicht konstant ist, dann weiß ich es nicht. Also ich mache mir überhaupt keine Sorgen um Stephen Curry. Er muss natürlich erstmal sein Spiel finden. Er muss natürlich das Spiel dosieren, muss gucken, dass er die ganzen Stars, dass er Kevin Durant, dass er Draymond Green, Klay Thompson gerecht wird und muss deswegen sein eigenes Spiel zurücknehmen. Das hat er sehr gut gemacht, finde ich, gegen die Oklahoma City Thunder, als klar war, Kevin Durant ist heute der Mann, um den es geht. Ihm gehört heute die Show. Da hat Curry sich bewusst zurückgenommen, war trotzdem wichtige Stütze seines Teams und hat alles beigetragen, was er eben so drauf hat. Also Markus hat natürlich mit seiner Argumentation nicht Unrecht. Wir haben ja keine Laien hier sitzen, sondern NBA-Experten. Das Problem, was ich in der Sache so sehe, ist auch das, was du teilweise gerade angesprochen hast. Wenn über Steph Curry gerade geredet wird, dann hört sich das eigentlich immer gleich an. Er muss, er muss, er muss und dann muss er auch noch das. Und das ist halt sehr viel verlangt, weil er hat gerade eine Situation erlebt in seiner Karriere, die er nicht kannte. Er hat das erste Mal wichtige Spiele verloren und den NBA-Titel 2016 verloren. Das hätte jetzt anderen vielleicht mehr wehgetan, weil er hat ja schon einen Ring, aber trotzdem ist es natürlich nach einer 3-1-Führung eine Situation, die man nicht einfach so wegsteckt. Und jetzt kommt er wieder in eine Situation, wo er direkt wieder liefern muss, wo direkt wieder mega Druck ist. In der Story steht es auch so drin, viele Experten, gerade in den USA, nageln ihn natürlich unheimlich fest. Da gibt es Leute, die sagen, wenn die Warriors Meister werden, aber dafür in den Finals 7 Spiele gebraucht haben, war es keine gute Saison. Weil sie haben da nicht dominiert, sie haben das gerade so geschafft, am Meister zu werden, sondern es wird verlangt, dass sie Meister werden und mehr oder weniger gar keine Probleme haben. Was natürlich sehr vogelwild ist, aber das zeigt so ein bisschen den Druck, der auf Curry lastet. Und da muss man erstmal gucken, glaube ich, wie er so damit umgeht. Ich glaube, das ist aktuell auf jeden Fall ein Punkt, dass man das so sieht, dass man sagt, er hat bislang immer in seiner Karriere Perfektion geliefert und die sind wir von ihm gewöhnt und das muss er weiterhin bringen, sonst...
ist er nicht mehr dieser perfekte Spieler, der er bislang war. Aber ich glaube, Sport ist immer auch Momentaufnahme. Im Moment mag das so sein, aber warten wir mal ab, wenn die Finals dann kommen und die Golden State Warriors gewinnen. Ich glaube, dann ist am Ende auch egal, wie sie es gewonnen haben. Dann wird Curry, wenn er es geschafft hat, die Anerkennung dafür bekommen, ob in 7 Spielen oder in 4. Wir werden es sehen. Ist natürlich alles noch Zukunftsmusik. Das wissen wir noch nicht, wie die NBA-Saison ausgeht. Was wir aber wissen, ist, dass wir eine spannende Story hier haben, die viele Aspekte hat. Habt ihr ja gerade schon in der Diskussion auch gemerkt. Und ja, das ist nur ein Teil von unserer neuen Ausgabe. Die würden wir euch natürlich sehr gerne ans Herz legen. Viele spannende Sachen drin mit Russell Westbrook auf dem Titel, der auch eine große Story hat. Ja, und alles Weitere, was so in der NBA-Saison passiert, das werden wir begleiten. Wenn ihr uns eure Meinung zum Thema Curry oder zu anderen Themen mitteilen wollt, könnt ihr das natürlich sehr gerne machen. Schreibt eine Mail, redaktion@basket.de oder kommentiert das Video oder tretet in den sozialen Netzwerken mit uns in Verbindung. Wir freuen uns sehr. Ja. Und ja, dann schauen wir mal, was noch so weiter passiert. Bis dann. Bis bald. Ciao.